Hi Leute, hier ist LineGamer1 und ich begrüße euch herzlich zum zweiten Teil vom Let's Play von Flughafen Feuerwehr Simulator 2013. Im letzten Teil haben wir das Tutorial gespielt, wurden auf die Wache so ein bisschen eingeführt, kennen uns da jetzt einigermaßen gut aus, sofern ich mich noch dran erinnere. Wir haben jetzt auch mal eine Erkundungstour auf dem Flughafen gemacht und ich würde sagen, drücke ich mal Spielstand laden und dann laden wir das mal. Ach, hier steht, dass man es möchte, den Spieltag wirklich laden. Ja klar, Spieltag 1 und für 2 Tage laden wir auch ein. Wir sind im Moment noch Feuerwehranwärter und haben 0 Punkte und dann würde ich sagen, lade ich den gerade mal. Ich unterbreche, während er lädt und dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich. Zusammen. Und da ich selber viel zu tun habe, nur schnell das Wichtigste in Kürze. Jo, sind wir hier im Besprechungsraum? Genau. Ah ne, das sieht aus. Zu unserem Feuerwehrmann-Anwärter. Ja. Ich teile dir heute das Einsatz. Ja, wie beim Tutorial auch wieder Florian 1. Nachdem du den Feuerlöscher für den Füllstand und das Fahrzeug auf seine Funktionalität geprüft hast, bist du heute auch für unsere Lieblingsbeschäftigung. Okay, und die wäre? Kontrolle zuständig. Ah, Zaunkontrolle. Okay, hört sich ja spannend an. Zaun abgefahren und auf mögliche Beschädigungen kontrolliert werden. Findest du beschädigte Stellen, so meldest du deine aktuelle Position per Funk an den Leitstand. Okay, dann machen wir das. Vom äußeren Erscheinungsbild sieht das Fahrzeug ja soweit ganz gut im Schuss aus. Ich hoffe, dass dies auch für seine Funktionalität gilt. Ja, wir werden es prüfen und dann gucken wir, ob alles geht. So, das war's auch schon. Alle Mann ab an die Arbeit und passt auf euch auf. Werden wir machen. Aber kann sein, dass das jetzt da hinten... Das ist also doch unser Chef. Oder hat er sich nur umgezogen diesmal? Sieht halt keine Feuerwehrausrüstung an. Morgen. Guten Morgen. Vielleicht... Ach, keine Ahnung. Ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Wir machen es ja mal. Da oben sehen wir unsere Gesundheit. Die sinkt und steigt wieder. Und dann würde ich sagen, gehen wir zu Florian 1 und checken mal kurz den, checken das Fahrzeug mal. Aber bevor wir das machen, unterbreche ich kurz die Aufnahme und, was war das, ist mir aufs Fahrzeug gesprungen. Unterbreche ich kurz die Aufnahme und können wir hier an den, wegen den Soundeinstellungen mal kurz, ob das so passt. Das habe ich ganz vergessen zu machen, das mache ich schnell und dann, ja, melde ich mich gleich wieder, wenn ich das getan habe. Also bis gleich. So, ich habe den Sound noch ein bisschen höher, lauter eingestellt, also die Soundeffekte. Wir gucken dann mal, ob ihr mich dann auch noch weiterhin versteht. Das werde ich dann machen, als wieder auf die Leertaste gekommen. Werde ich nach dem Teil nochmal machen, gucken, ob ihr mich dann immer noch versteht. Und ja, würde aber dann mal sagen, wir öffnen jetzt mal das Tor und fahren mal raus und checken unser Fahrzeug. Das sieht ja noch sauber aus, das heißt, wir müssen es nicht reinigen. So, und dann machen wir mal F7. So, erstmal Licht geht und geht. Warnblinker. Blinker geht. Blinker gehen. Blaulicht geht. Oh ja, klar, dass irgendwas nicht geht. Ja, Sirene geht nicht, das heißt vielleicht... Ne, den Sound habe ich ja jetzt nicht, so dass man es nicht hören sollte. Das heißt, die Sirene ist kaputt und wir müssen unser Fahrzeug dann gerade mal reparieren. Also schon hier am ersten Arbeitstag gleich ein Reparaturfall, wie auch immer das jetzt geht. Wir gucken einfach mal dann. So. Ne, die geht echt nicht. Okay. Naja, ein wichtiger Bestandteil so eines Einsatzfahrzeuges ist ja schon die Sirene, deswegen... Zeigen wir mal aus und ab in die zur Werkbank. Ja, da haben wir aber einige in der Werkbank was zu suchen gehabt. So, F. Aha. Einen Reparaturschlüssel. So, wo gehen wir jetzt hin? Wo repariert man die Sirene? Nee, da können wir... Ah, hier F. So. Okay, da oben ist der Balken. Anscheinend der Fortschritt. So, der realistische Werksounds kommen und dann wird... Ja, ja, kurz kommt hier gleich der Einsatzbefehl. Unser erster Einsatz. Wartebereich geht ein. Alarm gemeldet. Okay, dann müssen wir gleich zum Passagierterminal, schnell das hier hinlegen und ab zum Passagierterminal. Jetzt geht die Sirene auch, wunderbar. Dann fahren wir mal zum Passagierterminal. Oben haben wir ja schön den Pfeil, da wissen wir, wo es lang geht. So, und dann Vollgas, 80 km/h, 90 km/h, Passagierterminal liegt irgendwo da vorne. Ich habe hier nochmal vor meiner Tastatur hier die Map mir hingelegt, also da geradeaus. Treibstoff haben wir noch genug, aber wir müssen gucken, dass es nicht gleich leer ist. Deswegen werden wir eventuell danach mal auftanken nach dem Einsatz. Feuerlöscher hat er ja hinten an Bord. Das sollte hoffentlich voll sein, habe ich jetzt gar nicht gecheckt. Wir hatten aber auch gar keine Zeit dazu. Und ja, ich weiß gar nicht, gab es noch irgendwelche wichtigen Informationen von dem? Wir hoffen mal, dass alle... So, wo ist es denn? Gate 1, wahrscheinlich ganz hinten. Ganz, ganz in der Ecke. So. Ach, wir können auch rauszoomen, stimmt. Das war noch nicht ganz draußen. Ah, da ist so ein Punkt auf der Karte und ich ja drifte jetzt erstmal. Ja, ja, bitte bewahren Sie Ruhe. Man hört hier so gerade draußen hier die Computerstimme, die dann irgendwas da sagt. Im Terminal. So, da vorne ist irgendwo der Punkt. Hoffentlich kommen wir da auch irgendwo rein.
Gate 1, da steht aber nur Buchstaben, und ist ja auch... Okay, wir sind eingetroffen, Sirene und so können wir anlassen, ich mach mal Warnblinker an. Ich würde sagen, Feuerlöcher nehmen wir gleich mit rein. Okay, das hört sich echt an, da rufen nämlich die Leute auch. Oh, da oben rennt einer. Ah, da, Feuer, schnell dahin. Da geht er uns ja reingegangen, der gerade. Ah, ja, ja, hier hat hier jemand sein, hier ist hier das Gepäck in Flammen. So, Feuer war erfolgreich, der Einsatz kann abgemeldet werden, alle Einsatzfahrzeuge können zurück zur Wache. Okay, so. Da haben wir schon die ersten 100 Punkte gesammelt, das ist mittlerweile 14 Uhr, wir haben noch nicht mit der Zaunkontrolle angefangen, würde sagen, das machen wir jetzt gerade mal. Das heißt, das ist da hinten rein, ich hoffe, wir haben da noch genug, so. Das machen wir wieder aus und ab zum Zaun, da ganz außen, wir sehen, ich sehe ihn von hier. Fahren wir einmal außen rum, ich würde sagen, wir fahren jetzt hier von hier aus dann rechts lang. Keine Ahnung, wie der Sohn jetzt so was in kaputt, im, wie so ein Loch im Zaun dann aussieht. Fahren wir einfach mal den Zaun lang. Das reicht ja, wenn wir hier lang fahren, hoffe ich. Oh, wo fährt denn der Bus lang? Eieiei, wow, 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 knapp, knapp. Ach, da ist ein Ausrufezeichen, hat das was zu bedeuten? Der Zaun sieht okay aus. Hey, was hat denn das Ausrufezeichen? Kann ich da irgendwas machen? Gucken wir mal. Ne, Feuerlöcher bringt mir da ja jetzt auch nichts, oder? Hä, wie melde ich das denn jetzt? Fahren wir mal näher ran. Ach da! Kann ich da unten F drücken? Florian 1 an Leitstand, melde ein Loch im Zaun an meiner derzeitigen Position. Verstanden. Okay, super, jetzt haben wir sogar 50 Punkte dafür bekommen. Und dann fahren wir mal weiter. Wir müssen also gar nicht so richtig auf den Zaun achten, sondern nur auf so Ausrufezeichen. Dann ist es ja doch wieder einfacher. Und dann fahren wir weiter. Ist ja natürlich eine total tolle Beschäftigung. Aber das muss halt auch getan werden. Und wenn jetzt ein Einsatz kommt, wir müssen, glaube ich, ist, glaube ich, so eine Vorschrift irgendwie, dass der Flughafen von der Wache aus, von der Wache aus, oder muss, alle Positionen des Flughafens müssen innerhalb von 3 Minuten irgendwie erreicht werden, sonst erlischt die Betriebserlaubnis. Ich weiß nicht, ob das hier im Spiel auch so war, funktioniert, ich glaube, das geht, im 2000, im Vorgänger hat das sogar funktioniert, dann denke ich mal, ist das hier auch so. Nur ich weiß nicht, was hier passiert, wenn die Betriebserlaubnis erlischt und, ja, dann kann man ja nicht mehr weiterspielen oder wie. Naja, ich hoffe, das passiert nicht, dann müssen wir halt immer innerhalb von 3 Minuten beim Einsatzort ankommen, aber das sollte eigentlich machbar sein. Da haben wir hier im Moment ein flottes Auto, da vorne ist ein Ausrufezeichen, nennst du, oder? Naja, mal gucken, wir werden es gleich sehen. Ja, das ist ein Ausrufezeichen, da ist der Zaun, da haben wir den nächsten Defekt im Zaun, dann melden wir den gerade wieder und dann kriegen wir wieder 50 Punkte, das ist ja super. Dann können wir auch schneller aufsteigen. Florian 1 so, okay. Melde ein Loch im Zaun an meiner derzeitigen Position. Auch wenn ich ja gar kein Loch gesehen habe, also bei dem ersten, wo wir es gemeldet haben, habe ich jetzt kein Loch gesehen, aber... Naja, vielleicht war ja der Einzelne, ich habe es aber nicht gesehen. Oh, das war nicht gut. Geht das Auto jetzt noch überall? Gucken wir mal. Licht geht, Blinker geht auch. Naja, gut, aber es... Einsatzbefehl für Florian 1. Aus dem Bereich der Zollkontrolle A des Passagierterminals wurde ein Alarm gemeldet. Okay. Es wurde eine leichte Rauchentwicklung gemeldet. Begib dich schnellstmöglich dorthin. Sollte wirklich ein Feuer ausgebrochen sein, so kümmere dich unverzüglich darum. Florian 1 an Leitstand, melde Einsatz angenommen. Einsatz angenommen, genau, wir gehen zur Zollkontrolle. Ich würde sagen, wir fahren hier links, dann müssen wir halt über die Startbahn, müssen gucken, dass da auch keiner kommt. So, nee, da ist gerade erst einer gelandet, das heißt, wir können eigentlich sicher über die Startbahn fahren. Wow, 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 danach tanken wir aber auf jeden Fall mal. Nicht, dass uns dann der Tank auf einmal ausgeht, das wäre ziemlich schlecht. So, Achtung, Achtung, wir sind hier auf der Startbahn. Ja, der Warnblinker bringt da jetzt auch nichts. So, na, da, ja, fast genau die gleiche Position. Da oben seht ihr, ah ja genau, man hat hier auch diese Zeit, in der man das erreichen muss. Das waren wahrscheinlich, glaube ich, am Anfang 3 Minuten, jetzt sind es noch 2 Minuten. Da haben wir schon 1 Minute, sind wir also schon unterwegs. Da mal hier schnell beeilen. So, Zollkontrolle. Da ist ein Feuer, ja, ja, was ist denn da das Feuer ausgelöst? So, kommt man hier irgendwo rein? Kommt man hier irgendwo rein? Scheiße, kommt man nicht rein, da drin brennt irgendwo. Ne, auf jeden Fall sind wir jetzt schon mal angekommen. Ah, hier ist eine Tür. Gut, machen wir das Martinshorn aus. So, Feuerlöcher nehmen wir wieder mit. Und dann schnell rein. Da hinten brennt's. Der Typ ist gar nicht so in Panik hier. Ganz gechillt, läuft er da lang. Sieht aus wie ein Flug. Sieht aus wie ein Pilot. Sieht aus.
mit dem, ah, da hinten ist Werbung für den ABC-Schutzsimulator, aha. Und dann hier schnell löschen, erfolgreich und zurück zur Wache. So, dann machen wir weiter mit unserer Zaunkontrolle, das heißt, ich würde sagen, wir fahren hier gerade in die andere Richtung weiter. Wir haben jetzt schon 300 Punkte, relativ ziemlich ordentlich. Hier ist das Bild vom Vorgänger und hier haben wir wieder Schutzsimulator-Werbung. Was ist das? Okay, dann mal wieder zurück einladen. Mit F. Einsteigen, das kann aus. Warnblinker auch und dann fahren wir gerade in die Richtung, wieder Richtung Zaun. Aber wir tanken erstmal davor, würde ich sagen. Bevor wir das nicht mehr schaffen. So, dazu müssen wir irgendwo da vorne hin. Gucken. Ich hatte auf einmal das Flugzeug so nach vorne. Ja, der fährt aber auch echt komisch mit seinem Dings da. So oben mit dem Catering, mit diesem Container da. Wir könnten natürlich jetzt auch auf die Wache und uns ins Bett legen und dann 4 Stunden schlafen und gucken, ob da ein Einsatz kommt. Und natürlich keine Zaunkontrolle weitermachen. Aber ja, wir hätten... Die ganzen Zaun zu kontrollieren ist eigentlich unmöglich. Also, naja, dann muss er die Einsätze machen, aber ich weiß gar nicht, ob man das schaffen kann. Bin ja mal gespannt, ob wir morgen dann wieder Zaunkontrolle zugewiesen bekommen. Also beim nächsten Teil halt dann. Also bei der nächsten Schicht dann. So, aussteigen und dann tanken wir gerade mal. Geht das hier auf der Seite? Ja, Oh, ein bisschen gedrückt halten. So, da füllt sich der Tank. Da fährt sich wieder auch nicht mehr so sauber aus. Müssen wir dann mal wieder waschen. So, wir haben jetzt 0 Uhr. Bis 8 Uhr geht unser Dienst. Ich weiß nicht, ob sich jetzt noch lohnt. Ich würde sagen, wir fahren auf die Wache. Weil es lohnt sich nicht unbedingt, jetzt nochmal zum Zaun zu fahren, weil wenn wir am Zaun angekommen sind, die ersten Meter wieder gefahren sind. Ja. Eigentlich können wir unser Fahrzeug gerade waschen, würde ich sagen. Weil bis wir da am Zaun sind, ist die Schicht eh dann vorbei. Also, dann beeilen wir uns mal. Vielleicht kommt ja auch nochmal ein Einsatz. Werden wir dann sehen. Tank ist jetzt wieder voll, dann können wir wieder sicher weiterfahren. So. Wow, ist wieder sicherer. Jetzt sind wir schon seit wie viel Uhr? Wann sind wir los? Wir sind schon den ganzen Tag hier am Flughafen unterwegs gewesen und nicht mal zurück gewesen. Unser Tor ist... Florian 1 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf. Also, das Tor ist aber noch auf. Fahren wir gerade rein und können unser Fahrzeug ja mal reinigen. So, und dann nehmen wir mal den Hochdruckreiniger. Mit der Maustaste gedrückt halten und dann können wir ihn schön reinigen. Ja, der war dreckig, oder der ist dreckig. So. Schön die Motorhaube, alles hier so ist ja derartig versifft. Das Fahrzeug. So. Schön sauber machen. Ach, oh cool, da unten steht sogar so eine richtige, also eine Wasserpfütze, aber die sinkt ja auch wieder ab, da ist ja der Gulli, naja, da ist halt der Abfluss da unten. Ist das überhaupt sauber? So. Langsam wird sauber. So. Ich weiß gar nicht, aber ist es so wichtig, dass das Fahrzeug dann wirklich extrem sauber ist? Muss es wahrscheinlich gar nicht. Oder? Hm. Na cool, guck mal, genau wenn wir jetzt hier hinspritzen, dann steht es. Einsatzbefehl für Florian 1. Vom unteren Wartebereich an Florian 1 an Leitstand, melde Einsatz an. Okay, dann schnell dahin. Wir sind immer die einzigen, die ausrücken. So. Wo zum Gate wieder? Irgendwas zum unteren Wartebereich, deswegen gehe ich mal davon aus, dass er irgendwas mit Gate hat. Die Fahrzeuge einem ausweichen, wenn Blaulicht und Sirene kommt. Na gut, beeilen wir uns. Hoffentlich überziehen wir unsere Schicht nicht. Aber gut. Da war ja eigentlich wieder genau die gleiche Stelle, wo wir davor auch waren. Da Licht natürlich noch an. Aber wir würden ja jetzt auch durchs Blaulicht gesehen werden. So, wieder da. Hier entlang. Da kommen wir nicht durch. Da ist die Vorfeldaufsicht. Ziehen wir so, wie es scheint, wegen dem Fahrzeug halt. Und da ist schon wieder der Typ mit seinem Container, den er oben hat. So. Na, da sind wir recht rasch unterwegs. So, irgendwo hier. Vorne können wir, sind dann wieder ganz viele Türen, da können wir dann wieder rein. Das sind halt nur richtig... Hier. Gate E. Melde Fahrzeug am Einsatzort
eingetroffen. Ah ne, da drin rennen die Leute schon rum. Wo? Oh nein! Nichts wie weg hier! Lauf! Feuer! Ja, wo denn? Nichts wie weg hier! Lauf! Lauf! Ist doch gar kein Feuer. Ja, ja, ihr wollt mich nur verarschen. Für die Einsatzkräfte, ja, ja, ich bin noch der Einzige, der hier kommt. Wo brennt's denn? Was haben die denn? Ja, lassen Sie mich bitte mal durch. Ach, ich hätte die Krise. Naja, jetzt geht's andersrum hier. Sie blockieren die... Ja, wo denn? Hilfe! Hier drüben! Hilfe! Hä, wo ist das denn? Lauf! Feuer! Ruf doch mal einer! Ja, ich bin ja schon da! Ha, hallo! Hier drüben! Ruf doch mal einer die Feuerwehr! Hilfe! Lauf! Feuer! Wartebereich A hat er doch gesagt, oder? Ah, da rennen sie weg. Ah, Wartebereich A, wäre ich auch gleich mal zu A reingegangen. So, Mülleimer und Taschen brennen. Der Einsatz ist nun abgemeldet, super, ab zurück zur Wache. Und dann ist aber auch unsere Schicht jetzt zu Ende. Wir haben genau 8 Uhr. So, dann drehen wir einmal. Und ab zur Wache zurück. Ja, jetzt ist es gleich schon 9 Uhr. Wir können unsere Schicht dann heute beenden. Beziehungsweise, ja, unsere erste... einsätzlich spenden. Wir hatten sogar ziemlich viele Aufträge schon. 400 Punkte. Schon ziemlich viel. Ist unser Fahrzeug wieder dreckig und das ist... Boah. Ja, an der Seite da konnte ich nicht mehr reinigen. Das machen wir dann halt im nächsten Teil und beziehungsweise bei unserer nächsten Schicht halt. Und da unten ist es auch noch ziemlich dreckig. Aber da... Oh, da muss ich aber nochmal ran hier. Ja, aber da in der Halle konnte ich es jetzt gar nicht so gut erkennen. Hier so, wenn es so hell ist, um 9 Uhr, da kann ich so schön hell... Da kann man das gut erkennen. So, hier sind die neuen Frachtterminals. Und da vorne ist dann auch gleich die Wache. So. Fracht A. Na, wenn hier was passiert, dann sind wir relativ nah dran. Florian 1 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf. So, dann packen wir es mal ein. Schade, dass wir jetzt extra müssen aussteigen. Na, komm, jetzt steig aus. Ausgestiegen, eingestiegen. So. Dann Tor auf. Öffnet sich die Pforte, bitte. So. Auf gut Glück. Oh, wir sind drin. Ja. Super. So, Tür zu, ab zur Stechuhr. Und die Schicht beenden. Oh, wow. Ist ja, ganz jetzt? Gut. Na, müde, Schicht vorbei. Geh, Stechuhr. Du hast deine Schicht hiermit beendet. Ja. Verstoß gegen das Wegerecht. Oh, und Soundkontrolle. Unvollständig. So neue Punktzahl ist aber... Achso, wegen Instandsetzungsfahrzeug haben wir 100 Punkte und die sind gleich wieder weg. Du hast am einen Ort vergessen, das Martinshorn abzuschalten und hier... Achso, hätten wir das doch abgeschaltet. Sonst habe ich es immer gemacht, aber nur das eine Mal. Obwohl die Soundkontrolle eingeteilt war, wurde dir eine Beschädigung des Zauns gemeldet. Sei nächstes Mal sorgfältig, damit du den nächsten Soundkontrolle wirklich alle Schalter stellen. Du hast das Fahrzeug voll. Du benötigst noch 600 Punkte, um den nächsten Rang zu haben. Okay, dann würde ich sagen, speichere ich wieder an dieser Stelle. Dann war es das von dem Teil, von dieser Schicht. Und dann, ja, geht's im nächsten Teil weiter mit der nächsten Schicht. Also bis dann, danke fürs Zuschauen, haut rein, euer Rheingamer1. Ciao!